Die Schwanenburg in Limmer ist ein Gastronomieunternehmen und bietet Platz für Veranstaltungen aller Art. So auch am 15. Februar für die Saatgutbörse. In dieser Veranstaltung treffen sich verschiedene Gartenbegeisterte, die Saatgut aller Art anbieten. Wir waren vor Ort und sprachen mit der Veranstalterin Cornelia Stock vom Vermehrungsgarten über die Saatgutbörse. Wir sind heute hier, weil wir die dritte Saatgutbörse der Initiative Ein Vermehrungsgarten für Hannover hier haben. Hier sind verschiedene Leute, die Saatgut selber in ihren Gärten erhalten, alte Sorten, und die halt hier eben ihr Saatgut an andere abgeben, die eben halt auch Interesse daran haben. Die Veranstalter haben sich unterschiedliche Dinge ausgedacht, um die Veranstaltung auch informativ zu gestalten. Sie sollte nicht nur als Börse für Saatgut, sondern auch als Platz zum Informieren und Austauschen über das Gärtnern mit dem Saatgut dienen. Wir haben einmal einen Film, der heißt Der Ehrenmann mit Ä, also von der Ehre, weil es geht darum, das ist jemand, der Getreide züchtet. Und das wollten wir einfach so zeigen, um dort zu verdeutlichen, wenn hier so Saatgut liegt von der Sorte, was da eigentlich hintersteckt an Beobachtungsarbeit, an Dokumentationsarbeit und wie viel Mühe eigentlich, weil ne, wenn man sieht, Saatgut kostet manchmal im Laden keine 20 Cent die Tüte, dann denkt man, okay, das ist nichts wert, aber ne, die Saatgut, was hier, da haben sich Leute sehr, sehr doll Mühe gegeben, das vernünftig zu machen, zu gucken, von was nehme ich das Saatgut und auch zu garantieren, dass das was wird. In der wirtschaftlichen Landwirtschaft wird hauptsächlich mit hybriden Saatgutsorten gearbeitet. Die bei der Börse gezeigten Samen bilden dazu einen sehr großen Unterschied. Das sind zum Teil besondere Sorten, das sind alles samenfeste Sorten, das heißt, die aus den Samen entstehenden Pflanzen sehen genauso aus wie ihre Eltern, im Gegensatz zu F1-Hybriden, wo eben halt zwei Elternlinien zusammengekreuzt werden. Das Kind hat eine eigene und die nächste Generation sieht dann wieder ganz anders aus. Bei den Hybridsorten wird ein Hauptaugenmerk auf die Wirtschaftlichkeit der Samen gelegt. Die Kleingärtner der Börse legen ihren Fokus jedoch auf andere Dinge. Brauchen ganz andere Sachen. Wir brauchen Geschmack, das ist oft bei den Hybriden auch auf der Strecke geblieben. Wir brauchen auch eine längere Erntezeit, also weil wenn wir Salat aussehen, dann können wir nicht 20 Köpfe in einer Woche essen, sondern dann ist es wichtig, dass ein Salat eben halt über 3 Wochen oder so geerntet werden kann. Und da muss man das Saatgut dann eben halt auch jedes Jahr neu kaufen, während man hier eben halt die Möglichkeit hat, das eben halt anzubauen, selber Saatgut zu nehmen. Und einfach auch die Sorte an den Standort anzupassen. Das hat man bei Hybridsorten, ist dann nach Mendel. Ne? Und dann kreuzt, hat man die große Vielfalt. Aber das kann auch sein, dass eine Gurke dann bitter wird in der nächsten Generation oder solche Sachen. Auf der Börse gab es viele verschiedene Anbieter von Saatgut zu sehen. Aber auch andere Anbieter, wie zum Beispiel regionale Imker, waren vor Ort, um ihre Produkte mit den Anwesenden zu teilen. Das ist im Teil, sind es Mitglieder im Verein zur Haltung der Nutzpflanzenvielfalt. Das sind Leute hier aus der Region, aus Hannover, aus Basinghausen bis Braunschweig hin, die halt verschiedene Sorten in ihren Gärten anbauen und die halt Saatgut abgeben hier an der Stelle. Zudem haben wir jetzt zwei Imker hier, die eben halt auch hier in Hannover Honig produzieren, ein bisschen auch informieren und Honig abgeben. Wir haben jemanden, der Schafswolle ist ja auch so ein Produkt, was oft ja nichts mehr wert ist, weil für Textilien oder so wird das nicht mehr benutzt. Und der macht Dünger aus Schafswolle, das ist ähnlich wie Hornspäne oder so, kann man das eben halt auch nutzen. Wir haben jemanden, der Düngemittel vertreibt. Und als wir die Bohnenkerne im letzten Herbst aus den Hülsen geholt haben, habe ich gesagt, die sind so schön, das muss Schmuck werden. Und das heißt, eine Silberschmiedin hat sich dran gemacht und hat diese Bohnenkerne in Schmuck verwandelt.
Cornelia Stock hofft auf eine gut besuchte Börse mit zufriedenen Gärtnern, die Saatgut sowie ihr Wissen über das Gärtnern austauschen. Schon zu Beginn der Börse war die Schwanburg gefüllt mit Interessierten. Wir hoffen, dass eben halt, ich denke, es sind ja schon über 100 jetzt da, um kurz nach 11, das ist toll. Wir hoffen, dass viele kommen, dass viele auch hier was finden, was sie dann in ihrem Garten anbauen können. Wir hoffen auch, dass viele Spaß daran haben, Kuchen zu essen und miteinander zu reden und solche Sachen. Die Saatgutbörse war eine sehr interessante Veranstaltung und war gut besucht. Auch wir konnten einige Dinge zum Thema Saatgut und Gärtnerei erfahren. Die Atmosphäre war sehr freundlich und lud die Teilnehmer dazu ein, sich auszutauschen und zu informieren.